Mein Name ist Michael Heesch. Ich möchte Bürgermeister der Stadt Grevenbroich werden. Und da möchten Sie sicherlich von mir wissen, was denn meine Kernanliegen oder was meine Kernaufgaben sind, die ich als Kernaufgaben betrachte. Das sind vier. Das ist zunächst einmal der Ausbau des Betreuungssystems. Hier müssen wir sowohl im Bereich der Kindertagesstätten wie auch im Bereich der OGS Plätze neu installieren. 300 im Kita-Bereich, 700 im OGS-Bereich. Das ist eine Mammutaufgabe, der müssen wir uns vordringlich stellen. Als zweites sehe ich den Strukturwandel als eine ganz wesentliche Aufgabe. Wir wissen, nach dem Kohleausstieg müssen wir neue Wertschöpfungsketten identifizieren und auch für uns gewinnbringend einsetzen. Das wird von uns Expertise, aber auch Investitionen verlangen, damit man nachher auch Erträge daraus bekommt. Ein drittes ist die Digitalisierung. Spätestens nach Corona wissen wir, wie wertvoll eine vernünftige Digitalisierung ist. Das ist eine Aufgabe, die für alle Lebensbereiche von zentraler Bedeutung ist, sowohl für den Bereich der Verwaltung wie für den Bereich der Wirtschaft, aber auch für den Bereich der Schulen. Das sind Dinge, denen ich mich mit ganzer Kraft widmen werde und ich weiß, dass ich auch da eine breite Unterstützung habe. Und als letzten Punkt, der aber gleichsam wichtig ist, weil ohne Moos bekanntlicherseits nichts los ist, geht es um die Haushaltsstabilität. Hier haben wir große Unsicherheitsfaktoren und eine ganze Reihe von Verwerfungen. Da bedarf es erstmal konzentrierter Arbeit und konzertierter Aktionen, um hier nicht nur zu analysieren, sondern auch die richtigen Folgeentscheidungen zu treffen.